Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, mein Name ist Maxi. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntet, habe ich heute mal wieder einige Shein-Outfits für euch. Ich war wieder fleißig auf der Seite unterwegs und habe mir ein paar richtig schöne Teile besorgt. Wie ihr wahrscheinlich auch wisst, befinden sich momentan alle Bundesländer in den Sommerferien. Manche sind erst vor kurzem in die Ferien gestartet, bei manchen beginnt bald schon wieder die Schule und deswegen dachte ich, es ist der perfekte Zeitpunkt, um euch ein paar Back-to-School-Outfits zu zeigen. Ich habe aber natürlich auch wieder einen Code für euch. Mit diesem Code hier bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Bestellungen ohne Mindestbestellung. Und bei einem Einkaufswert von 59 Euro bekommt ihr sogar 20% Rabatt. Dieses Video wird gesponsert von Shein, also herzlichen Dank Shein für die Zusammenarbeit. Ich werde euch natürlich wieder, wie in allen meinen Videos bisher, alle Artikel und meine Größe und die Preise unten in die Infobox verlinken. Schaut dort also gerne nach. Bei Fragen meldet euch, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Outfit. Für den ersten Look habe ich mir diese weiße Kapuzenjacke ausgesucht. Sie ist cropped geschnitten, wie ihr sehen könnt, und hat hier vorne einen Schriftzug Los Angeles, California. Ich finde, eine weiße Kapuzenjacke ist vor allem für die Schule einfach so ein Basic-Teil, das man unbedingt haben sollte. Man kann es nämlich so gut kombinieren. Falls sich das Crop-Top übrigens zu freizügig für die Schule ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach einen Top in voller Länge anziehen. Das hier ist übrigens auch von Shein. Ich habe euch das in meinem letzten Haul, glaube ich, gezeigt. Ich werde es euch unten aber auch nochmal in die Infobox verlinken. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die Kapuzenjacke zu 95% aus Polyester besteht. Es ist also nicht so ein angenehmer Baumwollstoff. Ich habe mir die Größe 38 bestellt. Ich bin aber ungefähr 1,80 Meter groß und wäre jetzt im Nachhinein gerne noch eine Nummer größer gegangen, da mir die Ärmel recht kurz sind. Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn man sich immer so ein bisschen mit den Händen da drin verstecken kann, sage ich mal. Und das ist bei der Länge leider nicht ganz möglich. Also geht am besten einfach eine oder zwei Nummern größer, als ihr normalerweise habt. Ansonsten ist diese Jacke trotzdem sehr, sehr angenehm zu tragen. Um das Outfit zu vervollständigen, habe ich mir hier so eine Tasche geholt. Die ist aus Cord und hat vorne auch einen kleinen Schriftzug. Da steht Fashion Instinct. Ist auch mit einem Reißverschluss schließbar, was ich richtig praktisch finde. Sie ist innen ganz normal braun, also von den Farben her sehr nude und basic, aber ich finde, vor allem für die Schule ist das einfach so toll. Wenn ich so zurück an meine Schulzeit denke, dann war es immer das Beste, wenn es einfach wirklich sehr chillig war und man sich nicht so viel Gedanken machen musste, was man anzieht. Und deswegen finde ich, ist so ein Outfit einfach optimal. Als nächstes habe ich für euch eine Jacke, auf die ich mich ehrlich gesagt am meisten gefreut habe. Ich fand sie nämlich so, so schön und etwas ganz Besonderes. Deswegen konnte ich meine Finger nicht davon lassen. Und zwar ist es so eine College-Jacke. Ich persönlich bin echt ein großer Fan von College-Jacken und deswegen musste ich mir auch die unbedingt holen. Es gab sie in verschiedenen Farben, aber ich fand diese Mischung aus Blau und diesem Creme einfach so, so schön. Und hinten ist sie auch einfach so toll. Lucky Jacket. Erinnert mich total an Las Vegas. Die Jacke ist auch was heißt geschnitten. Das heißt, wenn ihr sie ein bisschen enger haben wollt, dann würde ich euch empfehlen, einfach eine Nummer kleiner zu wählen. Ich habe jetzt hier auch die Größe M, weil ich diesen Oversized-Look einfach mag. Und ich meine, schaut euch diese Jacke an, die ist so schön, richtig bequem, total gemütlich. Die Ärmel sind lang genug, damit man sich so richtig einkuscheln kann. Das ist innen so ein Filzmaterial, würde ich sagen, aber ganz weich, weswegen die wirklich angenehm zu tragen ist. Auch diese Aufnäher hier, also das ist nicht nur aufgedruckt, sondern wirklich aufgenäht, sind total schön gemacht und geben der Jacke einfach so was Besonderes. Hier auch am Ärmel überall. Und solche Patches gibt es auch hinten am Rücken. Wirklich, wirklich ein sehr schönes Teil. Für mein nächstes Outfit habe ich mir diese Strickjacke hier ausgesucht. Auch definitiv ein Teil, das zu den Basics zählt und nicht nur für die Schule ideal ist. Dadurch, dass das Material auch recht dünn und leicht ist, ist es ein wirklich angenehmes Teil für den Sommer. Etwas, was man sich drüber ziehen kann, wenn es morgens noch etwas frischer ist. Man kann diese Strickjacke hier auch mit den Knöpfen zumachen. Ich würde euch übrigens auch hier empfehlen, eine Nummer zumindest größer zu gehen. Also wie gesagt, ich bin ja recht groß und auch hier habe ich das Problem mit den Ärmeln. Ansonsten ist es wirklich ein richtig schönes Basic-Teil. Die Jacke gab es übrigens auch in 15 verschiedenen Farben. Das heißt, es wird auch für jeden von euch etwas dabei sein. Das nächste Outfit ist etwas für sehr entspannte oder auch sehr heiße Sommertage. Und zwar ist es dieses Set bestehend aus Biker-Shorts und diesem Oversized-T-Shirt. Ich finde diesen Oversized-Look einfach so schön. Ich trage es in der Größe S, also ihr merkt, dass es wirklich sehr baggy ist. Die Biker-Shorts ist auch sehr locker geschnitten, also schneidet absolut nicht ein. Man hat genug Platz. Da könnte man wahrscheinlich sogar mit dem Set eine Nummer kleiner gehen, als man normalerweise ist.
Der Schriftzug des T-Shirts ist hier oben auch aufgedruckt und entspricht auch dem gleichen Schriftzug wie hier unten auf der Biker Shorts. Ich finde auch die Farbkombi einfach so, so cool. Es ist wirklich etwas mehr Sportlicheres, aber etwas, was ich auf jeden Fall auch in der Schule tragen würde. Passend zu diesem Look habe ich mir auch einen Rucksack ausgesucht, denn zu so einem entspannten Outfit passt auch ein entspannter Rucksack. Der hier ist ganz schwarz und hat hier vorne solche Steppdetails. Es gibt auch recht viele Fächer, vor allem zum Beispiel hier hinten. Das ist so ein verstecktes Fach, da kann man vielleicht auch seinen Geldbeutel reinmachen und besteht ansonsten hier aus zwei verschiedenen Fächern. Also hier vorne so ein etwas kleineres und hier hinten so ein etwas größeres Fach. Ist an sich auch sehr geräumig. Also für große Ordner wäre es jetzt nichts. Aber für eine Wasserflasche, ein Notizbuch, mein MacBook passt da sogar rein. Wirklich ohne Probleme. Und in diesem großen Hauptfach gibt es übrigens auch noch ein kleines Fach. Auch für Wertgegenstände zum Beispiel. Also ich muss echt sagen, dass ich von dem Rucksack hier total begeistert bin. Es gibt keine freistehenden Nähten. Er riecht nicht unangenehm, ist sehr gut verarbeitet, wie ich finde. Mir persönlich sind die Reißverschlüsse ein bisschen zu grell, aber das ist eine Geschmackssache. Also, falls ihr einen wirklich einfachen Basic-Rucksack sucht, dann schaut auf jeden Fall auf Shein vorbei. Für mein nächstes Outfit habe ich mir diesen Pulli ausgesucht. Das ist ein oversized geschnittener Crewneck-Sweater mit einer aufgenähten Aufschrift. Da steht France Youth, Humor Fox, Behavior. Also an sich sind das zusammenhangslose Wörter, aber ich finde den Stil dieses Pullis so, so schön. Er schaut, finde ich, recht hochwertig aus, dadurch, dass diese Aufnähungen hier in so einem silbrigen Ton gehalten wurden. Der Pulli besteht allerdings zu 98% aus Polyester und hat keinen Baumwollanteil. Also, wenn man darin schwitzt, wird man es, denke ich, recht schnell riechen. Das sollte man bedenken. Er ist recht dick geschnitten, also er hält schön warm. Allerdings merkt man vom Material her direkt, dass es eben kein Baumwoll ist. Ich finde trotzdem diesen Pulli so schön. Es gab den in 5 verschiedenen Farben. Aber weiß ist einfach total basic, kann man echt sehr viel kombinieren. Ich habe jetzt dazu einfach eine Bikershort angezogen, die ich zu Hause hatte. Man kann es aber auch ganz normal mit einer Jeans tragen und den Pulli da zum Beispiel reinmachen, damit man etwas mehr von seiner Figur zeigt, also er ein bisschen taillierter geschnitten ist. Dazu kann man auch den Rucksack zum Beispiel richtig schön kombinieren. Passt total gut dazu. Das ist auf jeden Fall ein Outfit, das vor allem für den Herbst, finde ich, noch geeignet ist, wenn es morgens recht frisch ist. Das letzte Outfit ist ein klein wenig gewagter, aber ich liebe es. Ich finde das so cool. Und zwar ist es einfach die Kombination aus einem Oversized-Pulli und so einem Tennisrock. Den habe ich euch übrigens auch in einem früheren Video gezeigt. Also ich verlinke ihn euch hier trotzdem, aber ich werde jetzt nicht näher auf den eingehen, sondern auf diesen Pulli und die dazu passenden Schuhe. Also das sind weiße Boots, wie ihr sehen könnt. Und ich finde, dieses Outfit ist einfach so krass schön. Ich mache euch mal kurz ein bisschen dunkler, die Sonne kommt raus. Passend zu diesem Outfit, also ich kann einfach keine Worte finden, wie sehr ich dieses Outfit liebe. Es kann sein, dass der Rock ein bisschen unpassend für die Schule ist aufgrund der Länge, also den müsst ihr vielleicht ein bisschen anpassen. Aber an sich ist dieses Outfit einfach so cool, vor allem mit diesen weißen Boots kombiniert. Ich trage den Pulli in der Größe M, also ihr seht auch, der ist genauso wie der weiße oversized geschnitten. Ich finde es sogar noch ein bisschen mehr oversized, er geht auch ein klein wenig länger. Und empfehle euch deswegen auch, da einfach eine Nummer größer zu gehen, als ihr eigentlich seid oder einfach bei eurer eigenen Nummer zu bleiben. Ich mag das bei Oversized Pullis, die immer so ein bisschen in die Hose oder in den Rock zu machen, damit es ein bisschen mehr Formfitting ist, damit man ein bisschen mehr von der Taille sieht und einfach die Proportionen einfach ein bisschen schöner sind. Und oh mein Gott, ich sag's euch, diese Schuhe hauen mich vom Hocker. Ich muss euch ein bisschen runter machen, dann seht ihr sie auch ein bisschen besser. Das Outfit, das ist so, so geil. Also, wie gesagt, ihr müsst es wahrscheinlich auch wegen dem Rock vor allem ein bisschen anpassen. Die Schuhe quietschen übrigens, also nicht wundern. Sie fallen etwas kleiner aus. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Ich habe die Größe 41, weil sie von innen wirklich bequem sind. Falls ihr da empfindlich seid, empfehle ich euch, eine Nummer größer zu gehen. Die Schuhe bestehen natürlich nicht aus echtem Leder, sondern so einem Lederimitat, was sehr glatt ist, aber wenn man die Schuhe aneinander reibt, quietscht es halt extrem. Da solltet ihr vielleicht darauf achten, dass ihr nicht ständig mit den Füßen aneinander reibt,
weil ihr sonst immer wahnsinnig werdet. Aber ich finde diesen Schnitt der Schuhe auch sehr, sehr schön. Er ist vorne nicht ganz rund zulaufend und geht ganz einfach mit einem Reißverschluss auf und zu. Man könnte diese Schuhe auch zum Beispiel mit Mom Jeans und diesem weißen Pullover von eben kombinieren. Dann ist es vielleicht ein bisschen mehr basic. Aber ich persönlich finde einfach diese Kombination aus den drei Artikeln einfach Bombe. Von allen Outfits, die ich euch jetzt heute gezeigt habe, ist das definitiv mein Favorit. Aber damit sind wir jetzt auch am Ende meines Hauls angekommen. Ich hoffe, dass euch die Outfits, die ich euch gezeigt habe, gefallen haben. Denkt dran, mit meinem Code bekommt ihr 15 bzw. ab 59 Euro sogar 20% Rabatt. Ansonsten liked gerne das Video, abonniert mich, kommentiert, ihr kennt das Prozedere. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in meinem nächsten Video wieder ein. Und bis dahin, macht's gut!